Wir testen den besten Energy weltweit, deutschlandweit. Ja. In Kigurumis. Geil. Womit fangen wir an? Eine Auswahl an Energies, okay, gekühlt und eine ungekühlt. Fucking Tantrum. Tantrum. Wir haben hier Red Bull, verschiedene Sorten, unter anderem eine Winter Edition. Effekt, was man kennt. Rockstar kennt man, Monster. Und den neuen Coca-Cola Energy Drink, aber ja, auch 28 Black, Tantrum. Tantrum. Ekstase, Cranberry, Angel. Ja. Wie fangen wir an? Ja. Dann starten wir mit. Ich würde sagen, mit dem Winterdrink Spekulatius Kirsch von Red Bull. Oh ja. Das ist geil. Ich glaube, der schmeckt richtig. Nee, das ist gut. Ich rieche absolut gar nicht. Ich schmecke einfach gar nicht. Also, wenn ihr einen Kirsch Energy Drink haben möchtet. Spekulatius Kirsch schmeckt nicht nach Spekulatius. Ich bin enttäuscht. Spaß. 5 Sterne gibt's. Wie viele Sterne würdet ihr geben? 2. Ja, schon 3, das schmeckt nicht was. Ja, also der ist gut, aber das ist nicht wahr, dass es soll. Oder schmecken soll. Ja, ich würde auch so 2,5 sagen. Okay. Boom! Bam! Okay, Red Bull Kokosblaubeere. Ich glaube nicht, ja. Wir werden nicht gesponsert von irgendjemandem dafür. Das macht Yami in meinem Tami. Ja, der kriegt von mir 5, weil ich mag den. Kriegt 4, wie bei dann? Cranberry. Chris, den ersten Schluck machen. Richtig schmeckt, ich weiß nicht. Es geht eigentlich mit meinem Schwanz ab. Wow! Holt Hammer. Broke! Der ist vegan. Der hat so diesen nice Energy-Geschmack. So. Ja, kriegt von mir. 5. Ja, okay. Das ist schon lecker. Ekstase? Ekstase. Das ist schmutzig, oder? Okay. Solange mit dem. Coca-Cola Energy. Das war auf YouTube, wolltest du? Ja. Wo das Energy tun, wenn die ein Mensch, der Menschen gebaut hat? Ich kann so mal hier nichts stapeln, nachher sind die alle zerdutscht. Ich finde, das schmeckt lecker. Ja, schmeckt Cola. Ja. Ich finde den gut. Ich finde Cola. Bin da sehr unvoreingenommen. Baby kann man keine Cola, sehr enthält sich. Ohne Frühstück. So viel Energie zu finden. Das Beste! Für die Energie! Fühlst du die Energie? Mein Magen tut ein bisschen weh. Egal, Ekstase. Das schmeckt nur Wassermelone. Trotzdem sagen 4. Ja. Ja, 3. Tantrum! Wenn der Kacke schmeckt, bin ich richtig enttäuscht. Oh ja. Tantrum! Tantrum! Das schmeckt scheiße. Ja, das schmeckt echt scheiße. Tantrum! Das schmeckt von scheiße. Das schmeckt halt so nach nicht so leckerer Limonade, nach so billig Limonade. Wenn der Kacke schmeckt, bin ich richtig enttäuscht. Oh ja. Fick dich, Tantrum. So. 28 Black. Übrigens so ein Stern. Ja, stimmt. Das ist eigentlich nein. Scheiße. Ich hab Super Mario so. Und. Die Haarfarbe verschüttet hat. Ja. Wow. Ich wusste, dass der lecker ist. Alter, das ist geil. Das ist geil! 5! 2x5. Ja. No without. Ja. Ey, ihr müsst offen, das kann nicht gesund sein. Der Effekt schmeckt einfach original wie Energy. Wie was? Pure. Legit der gleiche. Haha. Oh. 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 Oh.
Du leitest ja fast eine lebenslange Liebe mit Monster Energy Drink. Das war wir damals. Geil. Ich mit Synetic. Also Monster kennt ja wohl fast absolut jeder, der schon mal Energy getrunken hat. Ja. 6 Sterne. Ja. Mir liegt aber Monster Energy 4,5. Der ein bisschen zu durchstorte. Wir haben ja noch 3. Rockstar Energy Sour Cherry 5% Fruchtgehalt. Ich bin nicht ganz so der krasse Fan. Finde ich lecker, aber im Abgang ein bisschen weird. Probably. Sag 3. Ja. Ich kaufe mir halt auch alleine gerne, weil er so ein geiles Design hat. Das sieht aus. Ich gebe dem auch 3. Ich bin auf jeden Fall. Last but not least. Den habe ich mir gestern gekauft, einfach nur, weil ich eigentlich Bock hatte auf Energy. Einfügen. Das ist nämlich momentan mein Lieblings-Energy-Drink. Der ist ja auch lila. Ja. Der einzige warme, den wir jetzt haben, weil der die ganze Nacht aussehen in meinem Rucksack. Also der kriegt 4. Ich bin von 5 möglichen Stecken. Ja. 3. Und jetzt das Raumfleisch. Okay, ja, welchen fandet ihr jetzt am besten? Monster und 28 Black. Aber wenn ihr euch jetzt für einen entscheiden müsstet. Monster ist, glaube ich, immer straight into the base. Obwohl, das ist doch geil. Gummibär, hüpfe hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Die Serie geliebt. Ja. Wir sind jetzt voller Energie. Schreibt in die Kommentare, welchen Energy. Abonnieren, so favorisieren. Und so. Von Pix auf Instagram und Peanut auf überall und dem Crack Loon. Crack Loon. Crack Loon. Ich glaube, hier ist so viel. Sind auch sogar Energie geladen. Energie. Ich muss was essen. Was aber ein hübschen Popo. Stitch. Yeah. Zungen. Ja, so ist boah. Das ist ja. 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 Das